Die größte Kunst des Lebens, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte wieder mit einem Bibeltext beginnen. Diesmal lese ich einen Text aus dem Alten Testament. Die Bibel besteht ja aus zwei Teilen. Vorne ist das Alte Testament und hinten das Neue Testament. Das Alte Testament wurde geschrieben, bevor Jesus auf die Erde kam. Das Neue Testament wurde geschrieben, nachdem Jesus schon wieder in den Himmel gefahren war. Und diese beiden Bücher, das Alte Testament und das Neue Testament, wurden zusammengefügt und das ist unsere Bibel. Und aus dem Alten Testament, aus Psalm 90, lese ich jetzt einmal ein paar Verse. Die werden oft gelesen bei Beerdigungen und darum kommen diese Verse einigen auch sehr bekannt vor. Da steht: Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen sprost, das am Abend blüht und sprost und abends verwelkt und verdorrt. In Vers 10 steht, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn's hochkommt, sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Noch Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es gab einmal eine Zeit in meinem jungen Leben, da habe ich unheimlich viel im Kino gesessen. Ich war damals noch kein Christ. Ich habe gesucht nach Abenteuern. Ich war im Motorsportclub, hat ein großes Motorrad, ich glaube das schnellste in der Gegend. In der letzten Zeit hatte ich noch einen Seitenwagen an dem Motorrad. Der Motorsportclub war für mich ganz, ganz wichtig. Aber man kann ja nicht immer im Motorsportclub sitzen, wir haben viel zusammen gemacht. Aber außerdem war ich sehr, sehr viel im Kino, auch mit meinen Freunden. Es gab damals noch keinen Computer. Es gab noch kein Handy, es gab noch kein Internet, es gab noch kein Fernsehen, aber Kino. Ich habe oft am Sonntag 2 Filme hintereinander gesehen. Und damals war das noch so, ich glaube, heute gibt es das gar nicht mehr, wenn der Film dann zum Abschluss kam, plötzlich sah man 4 Buchstaben, E-N-D-E. Die kamen nacheinander, E-N-D-E, und blieben dann einen Augenblick stehen, Ende. Und manchmal, wenn der Film am spannendsten war, dann kamen diese 4 Buchstaben, Ende. Warum erzähle ich das? Ihr Lieben, so ähnlich ist das mit unserem Leben. Unser Leben läuft ab, der eine hat ein kürzeres, der eine ein längeres, aber irgendwann heißt es dann einmal Ende. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen einem Film und einem Menschenleben. Den Film kann man zurückdrehen. Die Spule kann man zurückdrehen und dann kann man ihn nochmal durchlaufen lassen und noch einmal durchlaufen lassen. Aber unsere Lebensrolle, die läuft einmal und die kommt zum Ende und wir können das nicht wiederholen. Manche haben ein kurzes, manche haben ein langes Leben, aber sie haben nur ein Leben und dann ist es zu Ende. Jemand hat einmal gesagt, nichts ist so gewiss wie der Tod. Nichts ist so ungewiss wie unser Leben. Nun, das weiß eigentlich jeder, aber wer denkt schon darüber nach? Wir leben alle so in den Tag hinein, als hätten wir noch viele davon. Und vielleicht ist es der längste. Ich habe hier einen Kalenderzettel, also ein christlicher Kalender war das, und da stehen manchmal so schöne Geschichten drin. Und diese Geschichte habe ich damals ausgeschnitten, habe gedacht, will ich behalten, kann ich vielleicht irgendwo mal gebrauchen. Und ich glaube, heute Abend passt das gut hierher. Da schreibt ein Pastor, auf einem abgelegenen Hof war eine schwer arbeitende Pächterfamilie mit 7 Kindern.
Im selben Haus wohnte auch der alte Besitzer. Jeden Monat lieferte der Pächter seinen hart erarbeiteten Pachtzins ab. Dann machte der Besitzer die Runde in den Kneipen der Gegend und verprasste das Geld in lästerlicher Weise. Manchmal kam er erst nach Tagen zurück. Der Pächter bat den Seelsorger um Zuspruch, da er seine Kinder nicht immer diesem Ärgernis aussetzen wollte. Der Pfarrer kam, sprach mit dem alten Besitzer: Ist es wahr, dass Sie jeden Monat den Pachtzins in Wirtschaften durchbringen? Ja, aber das geht niemandem etwas an. Mit meinem Geld mache ich, was ich will. Ich tue niemandem etwas zuleide. Aber Sie tun es sich selbst und Gott zuleide. Das Leben ist Gottes heilige Gabe. Sie müssen das einmal verantworten. Dreck verantworten. Vor dem letzten Gericht, was? Das weiß niemand. Dann lief er weg. 2 Wochen später wurde der Pfarrer gerufen. Der Besitzer lag im Sarg vor seinem Haus. Er war wieder heimgekehrt von seiner Sauftour in der Nacht und ins Jaucheloch gefallen und ertrunken. Furchtbar, was? Im betrunkenen Zustand in eine Jauchegrube zu fallen und da zu ertrinken. Die Bibel sagt, du musst sterben. Das wusste der Bauer auch. Ich denke, er hat sich nie mit dem Thema beschäftigt. Wie viele Menschen sind heute gestorben, ohne dass sie das vorher geahnt hätten. Viele sind auf der Straße gestorben, Straßenverkehr oder irgendwo. Und manche waren noch keine 40 Jahre alt. Sie haben das nicht eingeplant, sie haben sich nicht darauf vorbereitet. Martin Luther hat einmal gesagt, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Von daher habe ich ja dieses Thema. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Ich möchte jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. Ich möchte nie aus dem Haus gehen, ohne dass ich mit meiner Frau im Reinen bin. Ich möchte mich nie ins Auto setzen, ohne in dieser Bereitschaft zu sein. Es könnte ja die letzte Fahrt sein. Bereit sein zum Sterben, auch wenn du erst 15 Jahre alt bist. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Man kann als Mensch leben wie ein Tier, aber man kann nicht sterben wie ein Tier. Wenn ein Tier gestorben ist und von den Würmern gefressen oder verwest ist, dann hat es aufgehört, als Lebewesen zu existieren. Es kommt nie wieder. Aber wenn du und ich unsere irdische Hülle abgelegt haben, dann fängt es erst richtig an. Gott hat uns Menschen für die Ewigkeit gemacht. Alle. Die Zeit ist nur ein Sprungbrett. Die Bibel spricht viel von Saat und Ernte. Die Stunde der Abrechnung kommt nach diesem Leben. In Jesaja 38, Vers 1 ruft Gott einem Menschen zu: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Das heißt, bring dein Leben in Ordnung. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Ich denke, dahinter stand Gottes große Liebe. Gott wollte nicht, dass dieser Mann unvorbereitet in die Ewigkeit gehen würde. Nochmal zu Psalm 90, vorhin habe ich gelesen, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In den Augen des Gottesmannes Mose ist der ein kluger Mensch, der über das Sterben nachdenkt und der immer so lebt, als wäre es der letzte Tag. Mose wusste, ich werde nicht immer der Führer dieses großen Volkes sein, der gute Familienvater und Ehemann. Mose wusste, irgendwann kommt der letzte Atemzug, aber dann möchte ich bereit sein. Herr, erinnere mich immer wieder daran. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. In Kolosser Kapitel 2, Vers 18 sagt Paulus: Lasst euch von niemand das Ziel verrücken. Und David, der König David, der betete: Herr,
lehre mich, erinnere mich, dass es ein Ende mit mir haben wird, damit mein Leben ein Ziel hat. Pastor Kemner, ein ganz gesegneter Gottesmann, er ist jetzt schon in der Ewigkeit, ich habe ihn sehr geschätzt. Wir sind oft zu den großen Konferenzen gefahren in der Lüneburger Heide, zu den Jugendtreffen oder Glaubenstagen. Pastor Kemner sagte da in einer Predigt, das ist mir so geblieben, das Ziel ist alles. Das Ziel ist alles, der Weg ist nichts. Wenn du einen, sagen wir mal, 16-Jährigen fragst, du sag mal, was hast du für Ziele? Sag mal, ein ganz großes Ziel, das du auf keinen Fall verpassen möchtest. Vielleicht wird er dann sagen, ja, jetzt geht es erstmal ums Abitur. Das ist im Moment das Wichtigste für mich. Ich hoffe, dass ich da gut durchkomme. Du triffst ihn wieder und fragst, was hast du für Ziele? Vielleicht wird er dann sagen, ich möchte studieren. Das ist mein Ziel. Ich habe jetzt einen Studienplatz gefunden und ich hoffe, dass ich da gut durchkomme. Ich habe Pläne fürs Leben. Nach einigen Jahren triffst du ihn wieder. Was hast du für Ziele? Vielleicht wird er sagen, ich bin jetzt Architekt und ich möchte mich gern selbstständig machen. Das ist mein größtes Ziel im Moment. Ich möchte mich selbstständig machen als Architekt. Alles dreht sich um dieses Ziel. Nach einiger Zeit triffst du ihn wieder. Vielleicht wird er dann sagen, inzwischen bin ich verlobt. Wir möchten demnächst heiraten. Ich denke fast nur noch daran. Das ist mein großes Ziel. Wir wollen heiraten. Und dann triffst du ihn wieder und dann sagt er, ja, jetzt sind wir schon 2 Jahre verheiratet. Meine Frau ist in Erwartung und wir haben eine kleine Wohnung. Wir sind jetzt auf der Suche. Wir möchten eine große, schöne, geräumige Wohnung haben. Wir bekommen Nachwuchs. Und so kannst du weitermachen und weiterfragen. Er hat immer wieder ein Ziel, immer wieder. Und das ist gut. Ein Mensch, der keine Ziele hat, der kann eigentlich gar nicht leben. Ohne Ziele kann man nicht leben. Wir freuen uns, wenn gerade junge Menschen Ziele haben, die sie unbedingt erreichen möchten. Aber, und das möchte ich jetzt zu bedenken geben, alle diese Ziele, die ich da eben aufgezählt habe, sind eigentlich gar keine richtigen Ziele als Endziele, sondern das sind alles nur Stationen. Man geht auf diese Station zu, wie ein Zug, der in den Bahnhof hineinfährt und dann wartet er ein paar Minuten und dann fährt er weiter. So ist das mit unseren Zielen. Wir erreichen irgendein Ziel und verharren da einige Zeit und dann fährt unser Lebenszug weiter. Dann fährt er weiter. Alle diese Ziele, die ich eben erwähnt habe, sind eigentlich nur Stationen. Was ist das letzte Ziel, das Endziel? Wo fährt dein Lebenszug hin? Nochmal die Bibel. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So steht es in der Bibel. Es ist jedem Menschen, könnte man auch sagen, es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gericht. Als ich heute Nachmittag viel darüber nachgedacht habe, musste ich plötzlich an einen Bauern denken in unserem Dorf. Ich war Christ geworden mit etwas über 20 und in unserem Dorf war viel Sünde, viel Gottlosigkeit. Und ich hatte dann ein Gespräch mit einem Bauern, habe dem erzählt, was ich erlebt habe. Der war völlig abweisend und fing an zu spotten und zu lachen und so weiter. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die sind sicher nicht erfreut. Und so ging das Gespräch. Ich habe ihm von der Liebe Gottes erzählt, habe ihm erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Der konnte gar nichts damit anfangen. Dafür hatte er nur Verachtung und Ablehnung. So sind wir dann auseinandergegangen und dann vergingen ein paar Tage. Wir haben zu Hause die Zellische Zeitung, die brauche ich einfach, um zu wissen, was in der Welt los ist. Ich brauche dafür nur wenig Zeit, manchmal lese ich nur die Überschriften, aber die Zellische Zeitung haben wir und ganz hinten ist eine Seite, da stehen immer die Todesanzeigen. Und ich gucke mir einiges an, lese das durch und dann schließlich bin ich auf der letzten Seite, mache die Zeitung zu. Todesanzeigen, da gucke ich auch meist drauf. Weil viele Leute aus unseren Dörfern kenne ich und dann lese ich, ach, der ist gestorben, der ist gestorben. Und dann lese ich die Rückseite und dann sehe ich den Namen da. Den Namen von dem Mann, der gerade ein paar Tage vorher noch so über
das Evangelium hergezogen, gespottet und das alles abgelehnt hat. Und ich sehe da seinen Namen in großer Trauer, Frau und Kinder und so weiter. Oh, ich habe gedacht, wenn der das geahnt hätte, dass er so schnell in die Ewigkeit gehen würde, wahrscheinlich hätte er an dem Abend etwas anders reagiert. Wie gedankenlos gehen doch die allermeisten Leute in den Tag. Und viele ahnen nicht, dass es vielleicht der letzte Tag ist. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, allen. Und dann sagt die Bibel, danach aber das Gericht. Lieber Zuhörer, auch du bist unterwegs. Aus unserem Dorf, unsere jungen Leute aus der Gemeinde, aus der Jugendgruppe, die sprechen mit anderen Jugendlichen auf der Straße. Es gibt heiße Diskussionen und einige lachen, einige spotten. Am anderen Tag fahren sie in die Stadt zur Schule. Viele unserer Schüler müssen in die Stadt, in die nahegelegene Stadt nach Celle zur Schule fahren. Einer, der es am schlimmsten getrieben hat an dem Abend, steigt in den Bus und fährt nach Hause. Es gibt einen Unfall und er kommt zu Tode. Dann kam die Beerdigung und eins unserer Mädchen von unserer Jugendgruppe hat mir dann gesagt, bei der Beerdigung, ich hätte laut schreien können. Den Namen rufen können. Warum hast du nur so reagiert? Jetzt ist es zu spät. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und der war noch nicht einmal 20 Jahre alt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Wir wohnten einige Jahre in der Schweiz. Unser Jüngster ist in der Schweiz geboren. In der Zeit haben wir natürlich oft einen Besuch gemacht zu Hause bei den Eltern, mal die Verwandten gesehen und so weiter. Dann war ich einmal von der Schweiz in Deutschland und war in der Familie zu Besuch. Und dann hatte ich eine Begegnung mit einem jungen Mann, den ich sehr mochte, mit dem ich schon viel zusammen erlebt hatte. Und mit dem habe ich dann ganz, ganz deutlich über das Evangelium gesprochen. Habe ihm erzählt, was ich in der Schweiz mache und ich hätte diesen jungen Mann so gern für Jesus gewonnen. Ich hatte ihm schon so viel vom Evangelium erzählt, aber er konnte nichts damit anfangen. Wir hatten an dem Abend extra eine Versammlung angesetzt in unserem Dorf, weil einige wussten, dass ich da war, nur ganz kurz. Und die haben dann gefragt, könntest du uns nicht eine Bibelstunde halten, könntest du uns nicht eine Predigt halten? Und ich hatte dann ja gesagt und haben wir tüchtig eingeladen. Und dann habe ich auch diesen jungen Mann eingeladen. Mensch, komm, der wohnte ganz nahe dabei, komm doch heute Abend. Als unsere Versammlung schon angefangen hatte, da hörten wir ihn mit dem Motorrad vorbeifahren. Er war nicht in der Versammlung. Am anderen Morgen bin ich abgereist in die Schweiz, habe nicht mitgekriegt, was am frühen Morgen passiert war. Ich war schon angekommen in der Schweiz. Damals gab es noch kein Handy, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon unterwegs erfahren. Als ich angekommen war in der Schweiz, da läutete das Telefon. Der junge Mann war ja an dem Abend mit dem Motorrad weggefahren. Gegen Morgen war er auf dem Heimweg. Wahrscheinlich ist er eingeschlafen auf dem Motorrad. Das gibt es. Ich bin auch schon einige Male auf dem Motorrad eingeschlafen. Plötzlich erwacht. Das sind dann unheimliche Augenblicke. Wahrscheinlich ist er eingeschlafen und in einer langgezogenen Linkskurve gerade ausgefahren gegen einen Baum und war wahrscheinlich auf der Stelle tot. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz. Ich habe dann die Verantwortlichen da gebeten, mich einen Tag freizugeben. Die sind darauf eingegangen, dann hat mich einer vertreten. Und dann bin ich den ganzen Weg 800 Kilometer wieder mit dem Auto zurück, nach 3 Tagen, am frühen Morgen los, sodass ich am Nachmittag da war zur Beerdigung. Dann kam die Beerdigung. So etwas ist mir noch nie passiert. Aber als wir da standen auf dem Friedhof und der Sarg runterging, da konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Da habe ich angefangen zu weinen. Ich habe da gestanden und geschluchzt und die Hände vors Gesicht gehalten. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben. Ich konnte mich einfach nicht mehr beherrschen. Ich hätte schreien können, seinen Namen rufen können. Warum?
warum bist du nicht gekommen an dem Abend? Vielleicht hätte er sich an dem Abend bekehrt. Aber statt in die Versammlung zu kommen, musste er zu seinem Fest. Vielleicht ist er sogar betrunken gegen den Baum gefahren. Darüber weiß ich nichts Näheres. Heute lebst du, sagt so ein Sprichwort. Heute bekehre dich, ehe es morgen wird, kann's ändern sich. Ihr Lieben, wir sind alle unterwegs. Wie oft mussten wir schon Abschied nehmen? Und manchmal vom Allerliebsten. Vielleicht hast du da gestanden und hast gefragt, wie der Dichter, warum es so viel Leiden, so kurzes Glück nur gibt. Warum denn immer scheiden, wo wir so sehr geliebt? So manches Auge gebrochen, so mancher Mund nun stumm, der gerade noch hold gesprochen, du armes Herz, warum? Warum müssen wir oft Abschied nehmen, wo wir so gern zusammengeblieben wären? Wie manch ein Ehemann wird der Familie entrissen. Wir können es nicht verstehen, wie konnte Gott nur so etwas zulassen? Nun, Gott macht keinen Fehler. Und Gott hat allen, bevor der letzte Atemzug kam, eine Gelegenheit gegeben, das Leben zu ordnen. Aber die allermeisten Menschen gehen ohne Vorbereitung, ohne ihr Leben geordnet zu haben, in die Ewigkeit. Ein Pfarrer in Norddeutschland hat einmal gesagt, auf viele Särge, die hinausgetragen werden zum Friedhof, sollte man mit leuchtenden Buchstaben schreiben, du Narr, und kein Wort bei der Beerdigung verlieren. Das sage ich nochmal. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen, mit leuchtenden Buchstaben schreiben, du Narr, und überhaupt kein Wort bei der Beerdigung verlieren. Wie viele, viele Menschen gehen in die Ewigkeit, ohne Vorbereitung. Sie kommen ins Gericht und können auf 1000 Fragen nicht eine Antwort geben. Sie fallen durch im Gericht und gehen in die ewige Verdammnis. In unseren Herzen ist eigentlich eine Sehnsucht nach ewigen Werten. Das kann man immer und immer wieder beobachten. Alles, was diese Welt uns hier bietet, das lässt im tiefsten Grunde unbefriedigt. Ich will das mal an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Da ist eine Familie, der Vater ist viel im Reisedienst, der ist manchmal die ganze Woche unterwegs, dann kommt er wieder von seiner Geschäftsreise zurück und jedes Mal bringt er seinem Jungen ein schönes Geschenk mit. Und nun kommt er wieder von einer Reise zurück, hat auch wieder etwas Schönes mitgebracht, das ist auch schön verpackt und er gibt es dem Jungen und dann sind sie da im Haus und der Vater sieht, dass der Junge sich gar nicht so richtig dafür interessiert und nicht begeistert ist. Und dann fragt der Vater seinen Jungen, sag mal Junge, gefällt es dir nicht? Und dann sagt dieser kleine Junge, doch schon, ja, aber Papa, gibt es eigentlich nichts, was immer schön bleibt? Der hat so viele Spielsachen, der weiß gar nicht, womit er spielen soll. Ja, jetzt hat er da wieder irgendwie so ein Auto oder was. Naja, Papa, gibt es eigentlich nichts, das immer schön bleibt? Es gibt ein Buch von einem atheistischen Philosophen, der Titel heißt Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein anderer Philosoph sagt, die Lust will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Wir haben etwas erreicht, haben uns gefreut. Am nächsten Tag ist das schon wieder uninteressant. Wir haben irgendwas Schönes gekauft und beschäftigen uns damit. Ein paar Tage später ist die Sache schon wieder uninteressant. Heute ist es ja so, wenn man ein technisches Gerät kauft, wenn man zu Hause ist, ist das schon alt, weil inzwischen schon wieder etwas Neues rausgekommen ist. Diese Dinge können uns auf Dauer nicht befriedigen. Ein Dichter sagt, ich habe die Menschen gesehen, sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Und dann erklärt er das und sagt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. In unserem Nachbardorf in Wienhausen wurde ein Haus gebaut, direkt an der Straße. Diese Strecke bin ich sehr, sehr oft gefahren. Und da entstand ein wunderschönes Haus mit einem Garten vor dem Haus. Im Vorbeifahren habe ich manchmal so gedacht, also das
kostet eine ganze Menge, was der hier hinstellt. Nun, vielleicht haben sie was geerbt, vielleicht verdient er gut, ich gönne ihm das hier auch. Wunderschönes Häuschen. Und dann habe ich nachher erfahren, wem das gehörte, ein junges Paar, die hatten gerade geheiratet und als dann alles so fertig war, sind sie da eingezogen. Ich habe sie im Vorbeifahren auch manchmal gesehen, wenn sie da im Garten beschäftigt waren oder vor der Garage an ihrem Auto und so weiter. Wunderschön. Und dann verging einige Zeit, dann kam der nächste Sommer und dann fiel mir auf, dass das Auto nicht mehr da stand. Und als ich langsam vorbeifuhr, habe ich dann gemerkt, dass der Rasen schon lange nicht mehr gemäht war und der Garten, der sah da auch schon ein bisschen verwildert aus. Und dann habe ich mal irgendwo gefragt, was ist da eigentlich los? Sind die ausgezogen? Ja, weißt du das nicht? Nein, weiß ich nicht. Inzwischen war Schützenfest im Dorf. Und bei dem Schützenfest hat sich ein anderer Mann an die junge Frau rangemacht. Und dann ging die Ehe kaputt. Und inzwischen waren sie getrennt. Und nicht nur die Ehe war kaputt, alles war kaputt. Was sind das nur für Nöte? Die Sünde, sagt die Bibel, die Sünde ist der Leute Verderben. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das größte Problem auf dieser Erde ist das Sündenproblem. Die Bibel lehrt, und jetzt bitte ich euch einmal ganz gut mitzuhören, die Bibel lehrt, dass an einem bestimmten Punkt in der Geschichte die Sünde in diese Welt kam. Es war ja nicht immer so. Als Gott die Welt geschaffen hatte, war die Welt gut. Dann hat Gott die Menschen geschaffen, das war das Letzte, das aus seiner Schöpferhand hervorging. Da sagt sogar, und siehe, es war sehr gut. Gott hat alles Mögliche geschaffen und jedes Mal hieß es, und siehe, es war gut, und siehe, es war gut, und siehe, es war gut. Und dann hat er die Menschen geschaffen zuletzt. Und er sagt, und siehe, es war sehr gut. Und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Gott hatte seine Schöpfung gern, er hatte die Menschen lieb. Aber dann kam eben etwas dazwischen, ein Thema für sich, der Sündenfall. Es war ja die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Und nun steht in der Bibel, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. In Römer Kapitel 3, Vers 12 steht, da ist keiner, der gut ist, auch nicht ein einziger. In Römer 3, Vers 23 steht, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. In Jesaja 59 steht, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Tatsache. Die Bibel lehrt auch, das ist die andere Seite, dass an einem bestimmten Punkt in der Geschichte Jesus Christus vom Himmel her in diese Welt kam. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Jesus Christus, der von Ewigkeit beim Vater war, durch ihn ist sogar die Welt geschaffen. Jesus Christus kam auf diese Erde. Er hat 33,5 Jahre hier auf der Erde gelebt, hat nie eine Sünde getan. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, stellvertretend für eine verlorene Welt. Er hat sein Blut und Leben als Lösegeld gegeben für uns, für unsere Schuld. Jesus sagt, nach seiner Auferstehung lädt er uns zu sich ein. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Bei Jesus gibt es Vergebung, bei Jesus gibt es ewiges Leben. Ihr Lieben, das ist so gewaltig. Wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet, dann wird seine ganze Vergangenheit bis zu dieser Minute weggetan. Die ganze Vergangenheit wird ausgelöscht, so als wäre sie nie gewesen. Wenn ein Mensch dann Jesus Christus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt, sich für ihn entscheidet, wird er ein Gotteskind, wird er wiedergeboren, sein Name wird im Himmel angeschrieben, er wird ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi, nicht erst wenn er stirbt, nicht erst in der Ewigkeit, sondern in diesem Augenblick. Wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus annimmt, und das dauert manchmal nur 20 Minuten, bei mir war es so, bei mir hat es ungefähr 20 Minuten gedauert, als ich mit meinem alten Leben im Gebet zu Jesus kam und ihn um Vergebung bat.
Und meine ganze Vergangenheit wurde ausgelöscht für immer. Gott sagt, ich will nie mehr daran denken. Als ich dann Jesus aufgenommen habe, ihm gesagt habe, Jesus, ich entscheide mich für dich. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein sein, du sollst mein sein, ich will dir immer gehören. Da hat er mich angenommen. Ich wurde ein Kind Gottes und seitdem steht mein Name in seinem Buch. Und ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Von der Minute an. Und Gott will mich nie mehr loslassen. Das hat er mir versprochen. Ich will das mal mit einem Bild sagen. Stell dir mal vor, da hat jemand einen Verkehrsunfall und sein Auto hat Totalschaden, hat sich vielleicht ein paar Mal überschlagen. Das Auto ist so kaputt, da kann man wirklich nichts mehr mit anfangen. Aber er kommt glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Das gibt es ja manchmal. Wenn man den Trümmerhaufen sieht, kann man sich fast nicht vorstellen, dass da einer lebend rausgekommen ist. Und dann liest man in der Zeitung nur ein paar kleine Verletzungen. Jetzt stell dir einmal vor, so einen Fall hätten wir da. Jemand hat Totalschaden, das Auto wird abgeschleppt und wird verschrottet. Er geht ins Geschäft und kauft ein neues Auto. Das alte Auto sieht er nie mehr wieder. Das ist weg für immer. Er kauft ein neues Auto und fährt mit dem neuen Auto nach Hause. So ist das, wenn sich ein Mensch für Jesus entscheidet. Das durften wir gestern Abend wieder erleben. Da bringt einer sein ganzes altes Leben, alles, was verkehrt gelaufen ist. Und Jesus nimmt das in ein paar Minuten alles weg. Und er will nie mehr daran denken. Der Mensch nimmt Jesus Christus auf und wird ein Gotteskind. Er wird ein Erbe Gottes. Oh, ich wünsche so sehr, dass das heute Abend wieder passiert. Bestelle dein Haus, sagt Gott, denn du wirst sterben. Das hat er damals zu Hiskia gesagt. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Ich habe da heute Nachmittag lange drüber nachgedacht. Was stand eigentlich dahinter? Ihr Lieben, das war keine Drohung. Das war keine Drohung, das war kein Bangemachen, sondern das war Liebe, das war Gottes Liebe. Gott wollte, dass dieser Mann sich vorbereitet, sein Leben in Ordnung bringt, um dann vorbereitet in die Ewigkeit gehen zu können. Ich kam einmal aus der Schweiz nach Hause, um einen Besuch zu machen. Und ich hatte das schon mal gesagt, ich komme von einem Bauernhof. Damals hatte mein Bruder, 4 Jahre älter als ich, der hatte gerade den Hof übernommen von den Eltern. Und ich machte da einen Besuch. Die Eltern, die Geschwister gesehen und so weiter. Und dann kam mein Bruder mit einem großen Anliegen zu mir. Er hat gesagt, der Bauer so und so im Dorf, mit dem er zu tun hatte, den er gut kannte, ein bisschen älter als er, sagte, der hat Krebs. Einige Male operiert, Magenkrebs. Bei der letzten Operation hatten sie auch den letzten Rest vom Magen weggenommen, noch so eine Darmschlinge eingesetzt. Aber auch das war dann schon wieder befallen. Nun war er wieder im Krankenhaus. Die Ärzte haben nur aufgemacht und dann gleich wieder zugemacht. Es war nichts mehr zu machen. Alle wussten das. Die Familie wusste das. Das wussten die Leute im Dorf. Nur er nicht. Es ist ja oft furchtbar, wie todkranke Menschen belogen werden. Ihr Lieben, ich finde das so furchtbar, wenn Angehörige einem Sterbenden nicht die Wahrheit sagen. Wie oft todkranke Menschen belogen werden. Wenn dann sogar ein Arzt sagt, und jetzt machen Sie keine Sorge, Sie machen dann mal Urlaub oder machen eine Kur und so weiter. Das wird dann schon wieder. Und in Wirklichkeit lebt er nur noch vom Morphium. Mein Bruder hat mich so angefleht, besuch den. Bevor du wieder abfährst, besuch den doch mal. Vielleicht kannst du ihm noch irgendwie helfen? Vielleicht kannst du mit ihm beten, bevor er stirbt. Vielleicht gibt Gott Gnade. Und da bin ich richtig schweren Herzens dahin, denn ich hatte ja nicht so eine Beziehung, wir waren ja nicht verwandt. Als ich da auf den Hof kam, haben die Leute geguckt, wer kommt denn da? Und als ich ausstieg, erst recht, was will der denn hier? Im Dorf wusste man, der Willem Pahls, der ist jetzt Prediger geworden. Und was will denn der hier? Dann habe ich gefragt, darf ich mal mit dem so und so ein paar Worte sprechen? Ich bin hier zu Besuch, habe gehört, dass er so krank ist und würde ihn gern mal besuchen, ihm ein paar liebe Worte sagen. Und naja, ich durfte dann zu ihm, da lag der Haut und Knochen. Und ich habe nach Worten gesucht und still gebetet und
und ihm dann gesagt, du, ich habe davon gehört und ach, ich wünsche so sehr, dass es aufwärts geht. Das wünschst du dir, dass es wieder aufwärts geht. Aber man weiß ja nie. Man weiß nie, wann die letzte Stunde kommt. Und man sollte ja schon darüber nachdenken. Und ich würde dir gern ein paar Bibelstellen lesen. Darf ich das? Der wollte das nicht. Was das sollte? Er hat so einen guten Bericht vom Arzt. Ja, im Moment geht es ihm nicht so gut, aber das geht dann wieder aufwärts. Ich hatte doch gerade wieder eine Operation und. Man hatte den Mann so belogen. Ihr Lieben, ich konnte ihm nicht helfen. Ich hatte vielleicht eine halbe Stunde nach Worten gesucht. Da klopfte es und da kam ein Versicherungsvertreter. Der musste noch etwas mit ihm klären. Und dann kamen auch die Angehörigen und haben gesagt, ja, also das ist jetzt so wichtig, jetzt müsst ihr da aufhören. Schweren Herzens habe ich dann das Haus verlassen. Am anderen Tag bin ich in die Schweiz gefahren. Der Mann war schon tot, als ich losfuhr. Das wusste ich allerdings nicht, denn die Nacht hat er nicht überlebt. Wie ist das furchtbar? Wenn ein Mensch, der die Gelegenheit hatte, so wie auch in diesen Tagen, mit Jesus ins Reine zu kommen, die Gelegenheit nicht wahrnimmt und dann mit seiner ganzen unvergebenen Schuld in die Ewigkeit geht. Alle werden einmal auferstehen, ob du das willst oder nicht. Gott wird rufen, kommt wieder, Menschenkinder. Und wie willst du dann vor dem Richter bestehen mit all deiner unvergebenen Schuld? Da gibt es Leute, ach wie viel, hunderte Male habe ich das schon gehört, die darüber lächeln und dann sogar sagen, ach hör auf, mit dem Tode ist alles aus. Mit dem Tode ist alles aus. Das hat Helmut Schmidt auch gedacht. Da kommt nichts mehr. Mit dem Tode ist alles aus. Wenn mir früher jemand so etwas sagte, dann konnte ich richtig hitzig diskutieren, von wegen. Und wenn mir heute jemand sagt, mit dem Tode ist alles aus, dann bleibe ich ganz ruhig. Dann sage ich, ja, zum Teil stimmt das sogar. Muss das nur ein bisschen anders sagen. Mit dem Tode ist vieles aus, dann stimmt es. Mit dem Tode ist vieles aus, da gibt es zum Beispiel keine Einladung mehr. Das ist dann aus. Da gibt es keine Evangelisation mehr. Das ist aus. Da gibt es auch keine Bekehrung mehr. Das ist aus. Da gibt es keine Sündenvergebung mehr. Das ist dann aus. Das ist dann alles aus. Die Bibel spricht viel über Saat, jetzt ist Saatzeit und die Bibel spricht über Ernte. Da ist Erntezeit. Wenn ein Bauer im Frühjahr vergessen hat, Kartoffeln zu pflanzen, kann er im Herbst keine ernten. Der könnte auf den Acker gehen und weinen. Der könnte auf den Acker gehen, sich hinknien und beten und bitten, lieber Gott, ich habe vergessen zu pflanzen, aber jetzt tu ein Wunder und lass mich Kartoffeln finden. Er wird keine finden. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, das funktioniert nicht. Und so singen wir in einem Lied, wenn du die Saatzeit versäumt hast, holst du das im Herbst nicht mehr ein. Das ist einfach so eine Tatsache. So wie am Ende eines Schuljahres eine Prüfung erfolgt, so wie jemand am Ende eines Monats seinen Lohn bekommt, so läuft unser Leben einem ganz bestimmten Ziel entgegen und die Stunde der Abrechnung kommt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die meisten Menschen sterben unerwartet. Auch die schwer krank sind, weil sie immer noch Hoffnung haben, dass es wieder aufwärts geht. Die allermeisten Menschen sterben nicht bewusst, wie zum Beispiel meine erste Frau, die ja schon lange verstorben ist. Ich habe dann später wieder geheiratet. Meine erste Frau ist so bewusst gestorben. Kinder waren mit am Sterbebett, haben Lieder gesungen. Der Arzt hatte gesagt, bleiben Sie bei Ihrer Frau. Diesen Tag überlebt sie nicht. Sie hatte Krebs, 4,5 Jahre hat sie mit dem Krebs gelebt, hat fast nie Schmerzen gehabt. Aber nach 4,5 Jahren
war der Krebs dann überall. Und sie ist dann eigentlich an Nierenversagen gestorben. Am Morgen hat der Arzt gesagt, also jetzt ist es soweit. Und meine Frau hatte mit dem Arzt so viel über den Himmel geredet. Dem Arzt gesagt, ich würde so gern noch hier sein. Da sind die Kinder, die Enkelkinder, aber wenn Gott es anders haben möchte, dann will ich mich freuen. Der Arzt hat später gesagt, jedes Mal, wenn er bei uns war, dann hat er mehr mitgenommen, als er gegeben hat. Das muss für ihn eine ganz besondere Erfahrung gewesen sein. Und so starb meine Frau in unserer Gegenwart, während die Kinder sangen und ich ihre Hand streichelte. Und als Danny sagte, Mutti, bald bist du da. Er hatte so schöne Bibelstellen gelesen vom Himmel. Mutti, bald bist du da. Das war beinahe eins der letzten Worte. Warum dauert es so lange? Sie war so bereit. Jetzt geht's nach Hause. Ihr Lieben, aber das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Nur wenige Menschen, auch Gläubige, sterben so bewusst. Manche schlummern einfach so hinüber und manche sterben auch an Schläuchen und Geräten und so weiter. Sind erlöst, aber sterben nicht so bewusst. Die allermeisten Menschen sterben völlig unvorbereitet. Sie meinen, das Leben geht noch weiter und dann plötzlich bleibt das Herz stehen. Eigentlich eine schlimme Geschichte. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, dass ein Mensch kurz vor dem Sterben sich noch bekehrt. Ich habe von einem Krankenhausseelsorger gehört, der 40 Jahre im Krankenhaus war, ein bekehrter, gläubiger Mann, der alte Leute da betreute und Seelsorger mit ihm hatte. Und dieser gläubige Krankenhausseelsorger hat gesagt, dass er in den 40 Jahren nicht ein einziges Mal erlebt hat, dass noch einer kurz vor dem Sterben sich bekehrt hat. Da ist man so beschäftigt mit allen möglichen Sachen, dann sind da die Schläuche und die Apparate und dann die Angst und Herr Doktor, wie sieht's aus und so weiter, dass man überhaupt nicht mehr da hinkommt. Das wäre ja auch ganz was Komisches, wenn ein Mensch sein ganzes Leben Gott mit Füßen tritt und überhaupt kein Interesse hat an seinem Angebot und dann im letzten Augenblick, dann sollte das noch schnell gut werden. Ihr Lieben, das gibt es ganz, ganz selten. Und darum sollten wir uns hüten vor solchen Gedanken. Das kann ich immer noch, das kann ich später noch machen. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz, im Zelt. An einem Abend bekehrte sich ein Mädchen, Doris, ich erinnere mich noch so gut, die Eltern waren schon gläubig und nun bekehrte sich Doris und die Eltern waren glücklich. Doris war dann jeden Abend im Zelt und am letzten Abend oder war es der zweitletzte Abend, kam ich aus dem Seelsorgezelt und dann ging ich so durch das große Zelt, da vorne war der Büchertisch da am Eingang und dann stand da noch ein junger Mann, dachte ich, was macht der da noch, der blätterte da rum und dann ging ich zu ihm und fragte, suchen Sie was Besonderes? Und nein, eigentlich nicht. Und dann fragte ich, sind Sie ein Gotteskind? Sind Sie bekehrt? Haben Sie Jesus angenommen? Und konnte nicht richtig so antworten. Da habe ich gesagt, möchten Sie sich für Jesus entscheiden? Ich würde Ihnen gern dabei helfen. Ja, eigentlich ja. Er hatte nicht den Mut gehabt, wie viele andere in die Seelsorge zu kommen, hat das aufgeschoben. Dann bin ich wieder zurück ins Seelsorgezelt, Licht angemacht, Heizung angemacht und dann saßen wir da. Es war schon spät. Und dann habe ich dem Peter geholfen und Peter hat sich bekehrt. Oh, das war echt, das war richtig gut. Und dann ging die Zeltevangelisation zu Ende und eine Zeit danach evangelisierte ich ganz woanders in der Schweiz und dann sah ich den Peter da. Er war Tischler oder Schreiner, wie sagt ihr hier? Dann sah ich den Peter da und dann sagt er, ja, ich habe die Stelle gewechselt, ich bin jetzt hier und gehe jetzt hier in die Gemeinde. Oh, das war schön. So sahen wir uns da wieder. So, dann verging wieder einige Zeit und ich kam zum zweiten Mal in die Gemeinde, wo ich das erste Mal im Zelt gepredigt hatte. Und die Evangelisation hatte gerade angefangen, da kamen die Eltern zu mir und haben gefragt, ob ich sie nicht mal besuchen könnte. Sie hatten einiges auf dem Herzen, sie wollten unbedingt mit mir sprechen und dann haben einen Termin gefunden und dann bin ich dahin. Nach dem Mittagessen bin ich dann zu ihnen und dann gab es dann Tee und wir haben uns unterhalten.
Dann habe ich gefragt, was macht die Doris? Ja, das und das. Was macht Peter? Und deshalb hatten sie mich eigentlich eingeladen. Was macht Peter? Sie sagten, Peter, der ist schon in der Ewigkeit. Was? Peter? Unfall? Nein. Ja, was war denn da? Hirntumor. Der Peter, etwas über 20, hatte Kopfschmerzen schon länger. Und naja, manch einer hat mal Kopfschmerzen. Und dann hatte er an einem Tag so wahnsinnige Kopfschmerzen in der Firma, dass er nicht mehr ausgehalten hat. Und dann haben sie ihn notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht. Und dann wurde das da festgestellt. Und Peter wurde auf schnellstem Wege operiert. Und er erwachte nicht mehr aus der Narkose. Ja, das gibt es ja oft. Ihr Lieben, als ich das da hörte in dem Wohnzimmer, da habe ich gedacht, wenn sich damals bei der Zeltevangelisation nur dieser eine bekehrt hätte, dann hätte sich der ganze Aufwand gelohnt. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, wenn ein Mensch ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt, morgen werde ich das wieder ganz besonders erklären, aber ihr wisst, was gemeint ist. Bekehrung, wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, Wiedergeburt, wenn ein Mensch Jesus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt und neues Leben empfängt, wenn ein Mensch, hört jetzt gut, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht. Er ist verloren für immer. Er kann nichts mehr nachholen. Es ist einfach unmöglich. Hier ist Saatzeit und da ist Erntezeit. Wenn ich an unsere Nachbarn denke, die zum Teil nicht bekehrt sind, dann wird mir das Herz schwer. Was wir beten für unsere Nachbarn, wir haben auch einige Verwandte, die noch nicht bekehrt sind, was wir für die beten, immer wieder sagen wir ihren Namen und ab und zu geht dann mal wieder irgendwo ein Herz auf. Wenn ich daran denke, dass ich Verwandte habe, die ich so gut kenne, mit denen wir Feste gefeiert haben, die eines Tages sterben und in die ewige Verdammnis gehen. Was ist das nur furchtbar? Obwohl Jesus für sie sein Leben gegeben hat, für sie bezahlt hat mit seinem Blut am Kreuz auf Golgatha. Aber sie wollen nicht. Sie können das Evangelium hören, aber sie wollen es gar nicht hören und so gehen sie ohne Rettung in die ewige Nacht. Lieben, es ist egal, wo wir sterben. Ob wir im Krankenhaus sterben oder zu Hause oder in der Wohnung oder im Straßengraben. Das ist eigentlich egal. Es ist auch egal, wann wir sterben. Ob jemand mit 20 stirbt oder mit 40 oder mit 60, das ist eigentlich egal. Aber wie wir sterben, das ist nicht egal. Ruhig sterben kann man mit einer Morphiumspritze. Aber selig sterben kann man nur mit Jesus. Und das möchte Gott. Er möchte unsere Seele retten. Er möchte uns für sich gewinnen. Er möchte, dass wir an seiner Hand gehen. Und wenn dann unser letzter Atemzug kommt, dann gehen wir nach Hause. Das alte Leben haben wir ja irgendwann mal abgegeben. Wir haben neues Leben empfangen und dieses neue Leben hört niemals auf. Wenn wir gestorben sind, dann gehen wir nicht hinunter, sondern wir gehen hinüber. Was da begraben wird, das ist ja nur unsere irdische Hülle. Und die ist vergänglich. Gott hat uns für die Ewigkeit gemacht. Ihr Lieben, die ihr das noch nicht erlebt habt, oh, ich bitte euch, kommt doch heute Abend. Ich stelle keine peinlichen Fragen. Ich bringe keinen in Verlegenheit. Gestern Abend saßen da einige im Seelsorgeraum. Jung und dazwischen und älter. Ich mache das immer so. Egal wie alt sie sind, ob Mann oder Frau, Ausländer oder Deutscher. Ich nehme sie immer zusammen in eine Gruppe. Und dann erkläre ich einige Bibelstellen. Frage, haben sie das verstanden? Sie auch. Wollen sie das? Wollen Sie das? Meinen Sie das ehrlich? Sie auch? Ja. Hat jemand noch eine Frage? Wenn ja, erkläre ich das. Noch eine Bibelstelle. Wenn ich dann den Eindruck habe, alle, die hier sitzen, die meinen es wirklich ehrlich, die möchten gerettet werden, dann beten wir. Ich sage laut ein Gebet vor und Sie sagen mir das Gebet laut nach
Und Jesus erhört das Gebet. Und wenn wir dann Amen sagen, wenn wir mit dem Gebet zu Ende kommen und sagen Amen, und die Leute sagen Amen, dann frage ich, glauben Sie, dass Jesus uns erhört hat? Oh, wie oft geht ein Leuchten über das Gesicht und jemand sagt, das glaube ich. Glauben Sie das auch? Das glaube ich. Aber Sie sagen das jetzt nicht, um mir eine Freude zu machen. Glauben Sie das wirklich? Sie auch? Das glaube ich. Dann wollen wir Jesus dafür danken. Und zum ersten Mal im Leben kann ein Mensch aus ganzem Herzen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast, dass du mich angenommen hast, dass ich jetzt ein Gotteskind bin. Wir nennen das Heilsgewissheit. Das Wort hört man oft in christlichen Kreisen. Heilsgewissheit. Ein Mensch hat die volle Überzeugung, ich bin gerettet, jetzt bin ich bei Jesus. Jetzt will ich ihm folgen, bis er mich ruft in sein ewiges Reich. Oh, ich hoffe, dass heute Abend wieder einige dem grünen Pfeil folgen, in den Seelsorgeraum kommen und sich von ganzem Herzen für Jesus entscheiden. Der Herr möge euch helfen. Gott segne euch. Amen.